Hallo, liebe Wohnmobilfreunde. Hier ist der Guido von GMS-TV. Ich bin jetzt auf der 9 Richtung Berlin, Richtung Potsdam. Und da sind wir jetzt in einer Dreiviertelstunde sind wir an dem Ort, wo wir das neue Wohnmobil abholen. Wir haben den Smarty dabei, weil der auch verkauft wird. Den brauchen wir nicht mehr, das ist ein Smarty Cabrio, den lasse ich in Grimma stehen und der André arbeitet den nochmal auf, der kriegt vorne noch zwei neue Stoßdämpfer, der kriegt TÜV und was sonst noch zu machen ist und dann wird er zum Verkauf angeboten. Ja, wir fahren jetzt das neue Wohnmobil abholen, wie gesagt, das ist ja jetzt heute der Fall, da haben wir ja ein paar Tage hingefiebert. Ich hatte gestern Abend noch ein Gespräch mit dem Chef von dem Verein und ja, der sagte, ist alles okay. Alle Geldtransaktionen sind abgeschlossen. Ne? Ohne Moos nichts los. Ne? So heißt es ja so schön. Ja, ist alles klar. Wir haben Uno und Tumor-Chiller dabei. Anja hat den angemeldet letzte Woche schon. Die hatten uns den Brief zugeschickt. Also alles gut gelaufen bis jetzt. Ja, jetzt fahren wir dann gleich auf den Hof und wie das dann da so aussieht und wie, was die für einen Eindruck machen und was uns da erwartet, wissen wir ja noch nicht. Wir haben das, kennen das alles nur von Bildern und aus dem Internet und von dem Sachverständigen, der da gewesen ist, um das Fahrzeug zu beurteilen und zu begutachten. Aber es sieht alles ganz gut aus. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, und dann nehme ich euch mit. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder.